Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute wollte ich mal wieder über einen Manga reden und zwar über einen relativ besonderen und zwar Gon. Der Manga ist 1996 das erste Mal in Deutschland erschienen und dann gab es eine Neuauflage, die 2010 erschienen ist. Das Problem ist, man kommt an beide Auflagen nicht mehr so gut ran, deshalb habe ich mir die italienische Version geholt, was aber eigentlich nicht so schlimm ist bei Gon. Denn das Besondere an Gon ist, dass es in diesem Manga keinen Text gibt. Hier wird einfach gar nicht gesprochen. Nicht eine Sache muss man hier irgendwie lesen. Es sind einzig und allein einfach nur die Bilder, die Panels und sonst gar nichts. Und deshalb habe ich mich halt immer sehr für Gon interessiert, weil mittlerweile gibt es viele Manga-Reihen, die sehr viel auf Text setzen. Und deshalb fand ich es mal cool, einfach eine Manga-Reihe zu haben, die einzig und allein nur durch die Bilder die Geschichte erzählt. Deshalb ist es eigentlich egal, welche Edition ihr euch holt. Ich habe mich nämlich einfach für die italienische entschieden, hat nämlich eine ganz coole Box hier mit der Öffnung und sind dann einfach drei große Bände. Die Cover der Bände sehen dann einfach so aus, relativ klassisch gehalten. Und was man halt auch oft kennt, ist halt einfach, dass es halt so einen Plastikumschlag hat und dann habt ihr hier drin halt einfach den Manga. Ich kann mal hier so ein bisschen durchblättern, damit ihr euch so ein Bild davon machen könnt, wie es dann bei Gon quasi aussieht. Also wie schon mal gesagt, es gibt keinen Text, es sind einfach nur Bilder. Und zum Beispiel das, ey, es sieht so geil aus. Und natürlich muss ein Manga, der gar keinen Text hat, natürlich bei den Zeichnungen mega abliefern. Und das macht Gon auf jeden Fall. Ich habe hier zum Beispiel mal dieses Panel rausgesucht, was ich mega schön finde. Zwischen diesen ganzen Pinguinen sieht man Gon da. Und was halt auch mega toll ist, ist halt einfach diese Natur, wie die halt immer gezeichnet worden ist. Oder halt auch einfach die Tiere. Das ist mega schön. Und davon lebt natürlich auch dieser Manga. Also diese Zeichnungen sind wirklich extrem krass. Und sind, finde ich, sogar mit die besten, die ich jemals gesehen habe. Was ich auch cool an dieser Edition finde, ist, dass es immer mal wieder Farbseiten gibt. Zum Beispiel diese Farbseite hier sieht halt auch mega schön aus und ich finde die Farbseiten von Gon so unfassbar gut. Ich liebe die so sehr, ich finde die Farben sind richtig schön und es gibt richtig viele schöne Farbseiten, wirklich. Zum Beispiel die hier gefällt mir auch richtig gut, ist richtig süß hier. Aber worum geht es denn jetzt in dem Manga? Die Geschichte handelt von Gon, quasi dem letzten Dinosaurier und der erlebt in jedem Kapitel immer mal so ein kleines Abenteuer. Und diese Abenteuer sind relativ leicht eigentlich erklärt. Oft geht es halt irgendwie darum, dass er sich irgendwie Essen besorgen muss, dass er sich in irgendeiner Tierfamilie irgendwie so unterordnet. Und das hat auch gar keinen roten Faden, heißt jedes Kapitel steht einfach nur für sich. Und ich finde, da liegt doch irgendwie die größte Schwäche von Gon. Das Problem ist nämlich, obwohl die Geschichte halt relativ klar ist, man kann sie auch eigentlich wohl leicht verfolgen, obwohl es keinen Text gibt, wirken viele Chapter oft auch ein bisschen repetitiv. Also es gibt oft irgendwie so diese Geschichte, dass er sich in irgendeiner Tierfamilie unterordnen muss oder dass er mit irgendeiner Gang halt irgendwie so ein bisschen einschüchternd durch die Gegend läuft. Und das ist beim ersten und zweiten Mal cool, aber vor allem im dritten Band gab es dann wieder so eine Geschichte und ich dachte mir so, jetzt gibt es sie schon wieder. Und das ist dann ein bisschen zäh, aber zum Glück gibt es deshalb halt einfach nur 7 Bände, beziehungsweise 3 Maxi-Bände. Das heißt, bevor es langweilig wird, ist man eigentlich auch schon mit Gon durch. Aber es gibt auch Chapter, die ich richtig gut fand. Zum Beispiel von Gon und dem Elefanten. Ich will nicht zu viel spoilern, aber das Ende war richtig traurig und es war irgendwie richtig schön, wie diese Freundschaft zwischen den beiden entstanden ist. Generell, Gon ist ein richtig liebenswerter Charakter. Er ist ein bisschen Arsch, er ist ein bisschen egoistisch, aber trotzdem hilft er den Leuten halt irgendwie immer. Und man merkt oft, dass er halt einfach, dadurch, dass er der letzte Dino ist, sich halt irgendwie immer so unterordnen möchte. Zum Beispiel bei der Pinguinfamilie versucht er irgendwie so in der Masse unterzutauchen, versucht allen irgendwie was nachzumachen. Er springt so ins Wasser, aber merkt dann auch schnell, dass er irgendwie nicht so richtig dazugehört. Er ist viel stärker als alle. Er ist auch fast unverwundbar. Man kann ihn so gar nicht killen. Macht auch gar nichts aus, halt einfach durch seine raffe Haut. Und ich finde das halt irgendwie immer mal wieder süß, wie er versucht, sich trotzdem irgendwie unterzuordnen oder versucht irgendwie so, sich mit einer Gruppe zusammenzufinden. Und das finde ich immer so richtig coole Ansätze. Generell ist Gon für mich ein richtiger Wohlfühlmanga. Also jedes Chapter steht halt einfach für sich. Und ich werde auf jeden Fall hin und wieder immer mal wieder so ein kleines Chapter davon mir angucken, weil es einfach extrem süß ist. Man kann das auch einfach schnell durchlesen quasi und das finde ich auch einfach mega cool an Gon. Generell kann ich den Manga eigentlich jedem empfehlen. Es ist mega interessant, mal einen Manga zu haben, wo es gar keinen Text gibt. Die Zeichnungen sind sehr cool. Gon ist ein extrem liebenswerter Charakter. Es ist auch alles sehr süß. Die Natur ist so schön gezeichnet. Und ich finde, man sollte Gon auf jeden Fall eine Chance geben. Und es ist halt auch sehr cool. Also man macht damit jetzt auch nichts Falsches. Ich glaube, diese italienische Box kostet dann insgesamt 40 Euro. Und ich finde, das geht für 3 Bände, für 3 große Bände. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass Gon einer der interessantesten Reads war für mich dieses Jahr. Einfach wegen den Zeichnungen und halt, weil es gar keinen Text gibt. Das war meine Review zu Gon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ciao.